Achtung, in diesem Video gibt es Spoiler zu The Bad Batch, einschließlich der 9. Folge der 1. Staffel. Do it. Star Wars The Bad Batch befindet sich gerade voll im Gange. Dass der Nachfolger unserer geliebten Star Wars The Clone Wars Animationsserie große, wenn nicht gar gigantische Fußstapfen zu füllen hat, denke ich, ist uns allen bewusst. Und bis jetzt tut sich die Serie da eigentlich ganz gut. Mit einem bombastischen Start, dann einer kleinen spannungstechnischen Flaute, aber dafür immer mit alten, neuen Bekannten. Und jetzt zum Mid-Season-Finale wird nochmal richtig auf den Putz gehauen. Übrigens, ausführliche Breakdowns zu jeder einzelnen Bad Batch-Folge findet ihr auf meinem Zweitkanal Papa Palpatine. Ein Grund dafür ist natürlich die Rückkehr des großartigen Kopfgeldjägers Cad Bane, angeheuert vom Premierminister von Kamino Lama Su und seine Gegenspielerin Fennec Shand, geschickt von Nala Se, der leitenden Medizinerin, welche hinter seinem Rücken etwas gegen ihren Vorgesetzten arbeitet, um Omega zu schützen. Ich weiß nicht, ob es die internen Spannungen der Kaminoaner sind oder das Aufeinandertreffen von Cad Bane und Fennec, welches, wenn wir die spätere Zusammenarbeit von Fennec und Boba Fett mit einbeziehen, uns auf das wohl größte Aufeinandertreffen zweier Kopfgeldjäger aller Zeiten hoffen lässt, welches bis jetzt nur in den unfertigen Clone Wars Folgen aus 2014 unvollendet dargestellt ist, aber wir Star Wars Fans uns insgeheim schon seit Jahren wünschen. Jedenfalls befindet sich The Bad Batch gerade auf einem echt guten Weg und es war auch in der, für mich, als ich dieses Video hier mache, 9. und letzten Folge, als wir noch etwas Interessantes zu Gesicht bekommen haben. Eine Art kaminoanische Kolonie mit Klonexperimenten auf einem Planeten, welcher uns sehr stark an die Wolkenstadt auf Bespin erinnert. Ich sag's gleich, hier besteht keinerlei Zusammenhang, denn Boravio, so wie der Planet heißt, und das Lido-System, in welchem er sich befindet, sind völlig neue Namen im Star Wars-Universum. Doch das, was wir dort zu Gesicht bekommen, verändert die Geschichte der Kaminoaner massiv. Zum einen die unverwechselbare kaminoanische Architektur. Denn wir wissen, dass sowohl antike als auch moderne kaminoanische Ansiedlungen durch ihre markanten Kuppelstädte gekennzeichnet waren. Auf Kamino hielten die runden Bauten die Räumlichkeiten über Wasser und hier auf Boravio lassen sie sie in der Atmosphäre des vermutlichen Gasplaneten schweben. Allgemein wirkt die Anlage verlassen und Omega macht eine erschreckende Entdeckung. Klontanks von unzähligen, fehlgeschlagenen und missgebildeten Klonen. In der Folge ist es nicht so leicht zu erkennen, aber in den Concept Arts sieht man ganz eindeutig, dass diese Klonversuche aus anderen Spezies hervorgingen. Sulustana, Kitonax, möglicherweise Menschen, und das hier sieht aus wie ein Keldor ohne Maske. Aber um zu verstehen, wie es hierzu gekommen ist, müssen wir erstmal etwas weiter zurück in die Geschichte der Kaminoaner gehen. In der Galaxis gelten die Kaminoaner als eine eher isolierte Spezies, welche sich nur mit Außenwäldlern herumschlugen, wenn es für sie profitabel war. Man könnte annehmen, dass die Kaminoaner sich aus amphibischen Kreaturen entwickelt haben, zumindest wenn man auf die klimatischen Verhältnisse und die Oberfläche ihres Heimatplaneten blickt, aber dieser sah nicht immer so aus. Auch wenn die Kaminoaner schon immer eine starke Verbindung zum Wasser und zum Meer hatten, lebten sie ursprünglich in einer landbasierten Kultur, jedoch befand sich ihr Heimatplanet am Ende einer langen Eiszeit. Dies führte dazu, dass die Landschaften und Berge nicht mehr in der Lage waren, das Wasser des schmelzenden Eises zurückzuhalten. Daraus entstand eine große Flut, welche die Kaminoaner dazu zwang, ihren Lebensstil anzupassen. Sie begannen zuerst in höhere Lagen zu ziehen und mussten schließlich auch erhöhte Städte bauen, um den Ozean zu entkommen. Sie bauten immer größere Türme, welche mit dem Festland verbunden waren, welche sich schon bald in Meeresgrund verwandelte. Wer weiß, was wäre, wenn sie versucht hätten, die Umwelteinflüsse ihres Planeten zu akzeptieren, anstelle vor ihnen zu fliehen. Vielleicht hätten sie sich dann zu einer Spezies ähnlich den Mon Calamari entwickelt. Aber das ist nun mal nicht die Art der Kaminoaner, unter sich isoliert,
wissenschaftlich rational, aber dennoch irrsinnig stur und selbstgefällig auf ihre ganz eigene Art und Weise. Camino und ihre Einwohner waren für die meisten Bewohner der Galaxis unbekannt. Es wurde lediglich in dunklen Ecken einiger Systeme über ihre Fähigkeiten in der Gentechnik und Manipulierung geflüstert, und ihr Wissen darin kommt nicht von irgendwo. Denn als der Wasserspiegel auf ihrem Planeten zu steigen begann, kamen sie zu dem Entschluss, dass es weniger riskant sei, ihren eigenen genetischen Code und Planeten anzupassen, um zu überleben, anstelle die Galaktische Republik um Hilfe zu bitten. So entwickelte sich die Spezies der Kaminoaner immer weiter, was jedoch blieb, war ihr Misstrauen gegenüber Angeboten von anderen Welten. Doch wie kommt es dann, dass wir eine kaminoanische Kolonie oder zumindest eine Klonanlage auf einem anderen Planeten sehen? Etliche Leute sind der Meinung, dass sich Kaminoaner selbst klonen, um ihre Population aufrechtzuerhalten. Jedoch gibt es dazu sowohl im Kanon als auch in Legends keinerlei Quellen, welche darauf hinweisen würden. Allgemein ist nicht viel über die Spezies bekannt. Wir wissen nicht, wie sie sich fortpflanzt. Wir wissen nicht einmal, wie alt ein Individuum werden kann, und wir wissen nicht, wie die Kaminoaner vor ihrer genetischen Anpassung für ihre neuen Lebensumstände ausgesehen haben. Ich persönlich glaube nicht, dass sich die Kaminoaner via Klonprozess reproduzieren, denn wenn dem so wäre, dann hätten wir mit Sicherheit bereits einen Hinweis in die Richtung bekommen, da es sich bei der Darstellung der Spezies mehr als nur anbietet. Abgesehen davon haben wir noch nie einen Kaminoaner zu Gesicht bekommen, welcher in einem Klontank steckt. Also bis jetzt. Denn als während der Auseinandersetzung auf Boravio einer der Behälter kaputt geht, fällt daraus ein vermutlich toter Körper eines kaminoanischen Individuums. Aus der Konzeptzeichnung der Folge geht hervor, dass dieser Körper wohl der einzige der dortigen Experimente war, welcher nicht tödlich verformt war. Was mich wiederum vermuten lässt, dass es sich dabei um einen der ersten Kaminoaner, zumindest so wie wir sie kennen, überhaupt handelt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kaminoaner diese Kloneinrichtung als eine Art Backup errichteten, falls ein Leben auf ihrem Heimatplaneten durch die Umweltveränderung nicht mehr möglich sein sollte. Als sie dann jedoch begannen, an ihrem eigenen Genmaterial herumzuexperimentieren und möglicherweise auch versuchten, sich selbst mit anderen Spezies zu kreuzen, waren genau die Kreaturen, welche wir in den Klontanks sehen, das Ergebnis daraus. Unzählige misslungene Versuche, denn nur eine Kombination stellte sich als geeignet heraus und definierte die modernen Kaminoaner, welche wir heute in der Galaxis zu Gesicht bekommen. Das ist aber nur eine Theorie meinerseits. Ob wir jemals eine ausführliche Vorgeschichte zu den Kaminoanern bekommen werden? Vermutlich nicht, aber wer weiß, vielleicht wird in ein paar Jahren ein Comic veröffentlicht, in welchem dann genau die Fragen aufgegriffen werden, welche wir uns heute stellen. Genau so, wie es erst vor ein paar Wochen mit Kira aus Solo A Star Wars Stories der Fall war, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Hier rechts beantworte ich euch jetzt noch die Frage, ob bereits auf Kamino Experimente zum Klonen von Jedi durchgeführt wurden. Des Weiteren gibt's ja auch noch eine Reaction von meinem Zweitkanal Papa Palpatine. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.